Hallo liebe SFT Live-Leser, heute haben wir den brandneuen iPod Nano, neuerdings mit Videokamera. Eigentlich haben wir sogar zwei Geräte, weil mein Kollege Michael Zeiss, der macht gerade das Video mit einem iPod Nano. Dann werden wir sehen, was die Kamera wirklich taugt. So, was ist denn nun wirklich neu? Wirklich neu ist diese schöne, neue, glänzende Oberfläche in vielen, vielen Farben. Wir haben hier dieses Product Red. Es sieht edler aus, es fühlt sich sehr, sehr glatt an. Schön, aber er ist nach wie vor dünn wie eh und je. Und das, obwohl mittlerweile eine Kamera, wo ist sie? Da. Man hat sehr leicht den Finger drüber, wie der Kollege schon festgestellt hat. Ein Lautsprecher und ein Mikro an Bord sind. Lautsprecher können wir gleich mal vorführen. Wir schauen uns mal einen Film an. Man hört ein bisschen was. So richtig laut ist es nicht, aber wenn man jemandem ein Video zeigt, taugt es schon. Wir möchten sehr hoffen, dass die ganzen Kids in der U-Bahn nicht damit ihre Musik hören, aber gut, Video ist nichts Neues, deswegen zeigen wir gleich ein paar neue Funktionen. Und zwar sieht man hier oben schon mal den Schuh. Sieht man den? Ja, man sieht den Schuh. Neben der Batterie steht ein Schuh. Das ist der eingebaute Schrittzähler. Ich habe heute schon sagenhafte 650 Schritte mit diesem Gerät gemacht. Ich musste auch erst hin und uns abholen. Ganz lustig, aber ob man das wirklich braucht, sei dahingestellt. Nike Plus gibt es nach wie vor, aber man braucht auch hier wieder den Adapter dafür. Hier sieht er, oh, ich habe schon 33 Kalorien verbraucht, also nur durchlaufen, das wird nichts. So, Radio ist komplett neu, dafür muss ich mal ganz kurz die Antenne in Form der Kopfhörer holen. Was hier eigentlich sehr, sehr cool ist, ist, wir haben nicht nur einfach ein Radio, sondern wir haben auch RDS-Funktion, das heißt Senderspeicher. Und wir können jederzeit zurückspulen. So, wie man hier ganz schön sieht, hier unten, da ist eine Leiste. Wir haben schon ein bisschen Radio gehört und jetzt können wir hier, wenn wir da drauf gehen, können wir im Radio bis zu einer Viertelstunde, also bis die Leiste komplett voll ist, hin und her zappen. Das ist so ein bisschen wie beim Fernsehen Pause Live TV. Hier ist es halt Pause Live Radio. Ja, wenn der Song ganz gut war und man ihn nochmal hören möchte, kann man das machen. Der Speicher ist natürlich weg, wenn man die Radiosender wechselt. Man hört jetzt den Lautsprecher. Für Musik taugt das nicht wirklich, für Filmchen schon. Aber wie beim iPod Shuffle kann man jetzt einmal klicken. Und das Gerät erzählt einem, was jetzt gerade läuft. In diesem Fall Kings of Leon, You Somebody. Natürlich kann ich auch auf den Bildschirm gucken, dann sehe ich das auch. Das macht man eigentlich auch nur, wenn es in der Tasche steckt. Dann kann man einfach hören, was man da gerade hört. Was der iPod Nano geerbt hat von seinem großen Bruder, dem iPhone und dem mittlerweile auch iPod Touch, ist die Memo-Funktion, die Sprachmemo-Funktion. Man kann also unterwegs, man sieht auch den Ausschlag schön, wenn ich hier lauter rede, wird es mehr. Man kann unterwegs Sprachmemos aufnehmen, die werden mit iTunes synchronisiert und ja, man hat seine Sprachnotizen dabei. Für uns Journalisten sehr, sehr praktisch. Kann man Interviews aufnehmen. Ja, das Beste zum Schluss, die Videokamera. Sie sehen die ganze Zeit schon Videos, die mit dieser Videokamera aufgenommen wurde, weil wir natürlich zwei iPod Nanos haben. Aber jetzt zeige ich mal die Videokamera. Das erinnert stark an, ja. So richtig viel sieht man hier noch nicht. Achso, weil ich meinen Finger davor habe. Das ist übrigens der klassische Fehler. Man sieht es hier schön. Ja, wenn man den Finger davor hat, ist dunkel. So, dunkel. Hoch, was ist denn das? So, so geht's. Das ist unser Büro hier. Guck mal hier, die ganzen alten SFT-Ausgaben. Aber wir wollen jetzt nicht zu viel zeigen. Aufnehmen tut man ein Video einfach, indem man das Knöpfchen drückt. Man sieht hier oben, blinkt es. Ja, und zeigt auch die Zeit an. Ja, nochmal draufdrücken, ist es wieder weg. Ja, für ein bisschen Spaß zwischendurch gibt es noch Effekte. Ich kann hier zum Beispiel diesen Cyborg-Effekt nehmen. Sieht dann so ein bisschen aus wie bei Terminator. Hey, das ist ja cool. Ja, also wenn man eben im Terminator-Stil ein Video machen will, der kann das so machen. Schauen wir mal, was es da sonst noch so gibt. Überwachungskamera, mal gucken, wie das ausschaut. Eigentlich ganz cool. Erstaunlich ist natürlich, dass das Gerät das hier in Echtzeit macht. Ja, also, das ist schon, da braucht man schon ganz schön viel Power für.
Insgesamt sind es 15 Effekte, ist eher eine Spielerei, aber ich glaube, wir werden sehr viele Cyborg-YouTube-Videos in Zukunft sehen. Synchronisiert man nämlich mit iTunes und dann auch mit iPhoto, kann man die Videos natürlich direkt hochladen. Cyborg-Modus hat es uns angetan, deswegen die Abmoderation jetzt im Arnold Schwarzenegger-Stil. Einer von 15 Effekten für die Videokamera. Unterm Strich muss man sagen, die haben schon eine ganze Menge in dieses kleine Ding reingetan. Es ist nicht teurer als vorher, aber bietet deutlich mehr. Radio natürlich ganz vorne dabei, wer seine Schritte täglich zählen will. Ja, ganz nette Spielerei. Video, ich glaube, wir werden sehr, sehr viel mehr Videos auf YouTube sehen, die mit so einem Gerät aufgenommen werden. Die Qualität sehen Sie selber.